Hey Freunde, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Platin. Beim letzten Mal haben wir uns die Arena vorgenommen und heute werden wir dann endlich mal weitermachen auf dieser Route Richtung Weideburg. Schauen wir mal, was uns hier noch erwartet. Links oder rechts? Hier normal auf dem Gras oder links hier auf dem Hügel? Ich gehe mal den Hügel hoch. Und vorne haben wir den Flash. Ja, das kann so bleiben, aber der Gute braucht einen Trank. Ja, ich könnte jetzt tatsächlich zurückgehen zum Pokémon Center, aber... Ja, komm, wir haben 12 Supertränke und die werden wir später eh nicht mehr hernehmen. Da kann ich ihn auch mal so einen geilen Trank reinhauen. Was haben wir in dieser Höhle? Oha, die Maniac-Höhle! Und, oh, Schaufeler. Tja, leider kann Knaxel bereits Erdbeben, deswegen brauche ich Schaufeler nicht. Jeder nennt mich nur den Ruinen-Maniac. Aber mir ist es ganz egal, wie sie mich nennen. Ich werde diese Felswand Stückchen für Stückchen abtragen. Und weißt du auch warum? Ich bin ein Ruinen-Maniac, der fasziniert von Incognito ist. Das kommt jetzt vielleicht ein bisschen plötzlich, aber wie wäre es, wenn wir uns ein Wettrennen liefern würden? Du fängst Incognito und ich grabe weiter. Schauen wir, wer gewinnt. Jo, können wir gerne machen. Nur, dass ich absolut keine Lust auf Incognito habe. Ja, tut mir leid. Oh, da ist ein Item. Ja, dafür gehe ich natürlich gleich zurück. Kopfschutz. Ja, kann sich sehen lassen. Und nun zu dir. Ich werfe eine Münze und du triffst... LOL! Jetzt ist es genau 19 Uhr geworden und es wurde Nacht. Wie geil ist das denn bitte? Schade eigentlich, ich habe hier diese Nachmittagsstimmung sehr genossen. Ja, ich könnte natürlich jetzt an meiner Uhr manipulieren, aber... Wir sind hier ja kein Zeitreisender, ne? Egal, egal. Aber ich muss mir merken, vor 19 Uhr ist die Atmosphäre im Spiel saugeil. Und dieses Goldini ist vielleicht höher als wir. Lel. Und oha. Aber ich wollte gerade sagen, es hat keine Chance gegen uns, aber... Hätte der Hornbohrer getroffen, ja dann gute Nacht. Hornbohrer, eine der 4 K.O.-Attacken, ne? Es gibt ja, lasst mich lügen, Geofissur, Eiseskälte, Hornbohrer und Guillotine. Und wenn der Hornbohrer trifft, dann gute Nacht. Nun zu dir. Wie bitte? Ah, du hast einen Pokédex? Oh, ich will auch einen. Aber ich bin kein echter Trainer und kein Hauptcharakter, deswegen... Ach, deswegen kann ich keinen haben. Oh. Und er beginnt mit einem Level 21 Pionskoda. Na komm, wenn Goldini überlebt hat, wo das sehr effektiv war, überlebst du das auch. Also, Donner. Yay! Hey, Donner hat bisher immer getroffen, glaube ich, ne? So kann das weitergehen, ja. Ich meine, wir haben eine 70% Chance zu treffen. Bedeutet, ich dürfte das 10-mal einsetzen und davon dürfen 7 Angriffe treffen. Was heißt dürfen? Die sollten. Und 3 dürften daneben gehen. So, jetzt nehme ich mal den Ladevorgang. Der verdoppelt nämlich den Schaden der nächsten Elektroattacke. Yeah, und die Spezialverteidigung steigt. Ja, bringt uns aber nichts, wenn der physisch angreift. Aber wir haben ja den Bedroher, genau. Ja gut, der ist ja schon auf das andere Pokémon gegangen. Ja, das ist eigentlich voll die gute Idee. Flash reinwechseln, Bedroher senkt den Angriff des Gegners. Ladevorgang, damit man auch speziell mehr aushält und dann draufhauen. Lol, ich glaube, ich habe eine gute Strategie entdeckt. Oh, der überlebt es trotzdem. Nicht schlecht, dafür kriegst du die Parer. Oh, nice Damage, nice Damage. Aber das war's dann auch für Tropius.
Level up! Angela. Könnte ich wechseln, ja? Auf Bubbles. Bubble, Bubble. Ja, Tangela hat zwar den Pflanzentypen, aber wir sind erstens höher und... Ach ja, genau, wir haben den Blizzard. Und auch der trifft. Yeah, Leute, es läuft sehr gut. Sehr, sehr gut hier. Besser als erwartet. Ja, die ganzen Angriffe wie Donner und Blizzard, die könnten auch einfach daneben gehen, aber das tun sie nicht, ne? Venusliebe ist das nächste Pflanzen-Pokémon. Ja, auch du wirst Opfer meines Blizzards. Und er trifft wieder! Yeah, Leute! Die 70% Attacken, die schlagen zu wie eine Bombe. Ja, so darf das sein. Und ich muss sagen, der hier gibt auch einiges an Erfahrung, ne? Ich meine, der hat viele Pokémon, die viele Erfahrung geben. Tropius, Venusliebes. Ja, das geht auch ganz gut. Aber ich empfehle natürlich immer noch den Trainer mit dem Woneira oder Wonera oder whatever. Aber da ja Woneira eine Anlehnung an ein Ei ist, ist Woneira wahrscheinlich richtig, ja? Ich weiß gerade nicht, wie die den Namen von dem Viech im Anime ausgesprochen haben. Ich glaube fast, dass es da Woneira war. Aber ich bin mir nicht sicher und... Du zögerst deinen Tod nur hinaus. Hör auf damit, das nervt. Ja, der hofft jetzt, dass er mit dem Temposchub schneller ist. Junge. Du wirst sterben, okay? Du wirst sterben. Akzeptiere. LOL? Junge, du machst zweimal Scanner. Und bist durch den Temposchub doppelt so schnell. Und du machst eine Prio-Attacke, die du gar nicht mehr brauchst. Junge, was ist falsch mit dir? Was ist falsch in deinem Leben? Du hättest auch gleich angreifen können. Du bist ein toller Sammler. Ja, ich benutze Scanner. Und da mache ich eine Prio. Lol. Oh. Seht mal. Flash entwickelt sich. Oh yeah. Level 30 für Flash bedeutet eine Entwicklung. Und damit erhalten wir... ein Luxtra. Oh yeah. Gleich mal die Statuswerte abchecken. Na, hier. Oh ja, das sieht ja schon um einiges stärker aus. Ich weiß noch, letztens war Angriff und Spezialangriff irgendwie 54-44. Und Leute, der Angriff ist jetzt 79 und der Spezialangriff 68. Beides ungefähr 20 gestiegen. Leute, es läuft gut bei uns. Es läuft echt gut. So und nicht anders muss das sein. Aber jetzt erstmal weiter hier. Holla, junge Dame. Wer bist denn du? Oh, eine Schönheit, Regina. Naja, so schön ist die jetzt auch wieder nicht. Burma Dame gegen Saphira. Na, wer wird hier wohl gewinnen? Er hat einen Pflanzentyp, deswegen ist Erdbeben bei Stärke 100, mit Stab bei 150 und dann halbiert bei 75. Der Schlitzer, glaube ich, hat immer... Na, ich schau mal nach. Der, glaube ich, hat immer 70. Ja, genau. Bedeutet, sollten wir nicht kritten, ist Erdbeben stärker. Na komm, Saphira. Du bist der Megadrache. Oh. Kraftreserve. Ja gut, nö. Wir haben noch die Drachenwut. Der hat Schutzschild. Warum haben die denn hier alle Scanner und Schutzschild? Ist doch total nervig, Nintendo. Warum
Warum gibt ihr den Pokémon den gegnerischen Schutzschild? Wenn das irgendwie ein strategisches Set wäre, so mit Wunschtraum, wo man dann eine Runde warten muss, bis man geheilt wird. So mit Wunschtraum und Schutzschild, okay. Ja, das sage ich dann. Gute Strategie, nervig, aber gut. Aber die hier machen halt einfach nur Schutzschild, um zu nerven. Die sterben sowieso. Nintendo, please. Hier das nächste Boomer-Dame. Oh, das könnte sogar Typ Gestein sein. Ich bin mir nicht sicher, ob sich deren Typen irgendwie verändern. Ja, sieht allerdings weniger danach aus. Und auch du kannst die Kraftreserve. So, und jetzt lass mich raten. Du machst Schutzschild. Oh, nicht mal. Geil. Leute, Applaus für Boomer-Dame. Sie macht keinen Schutzschild. Yay. Und auch hier wieder ein Level Up. Yay, damit haben alle Pokémon... Ach komm jetzt, ich habe keinen Bock mehr. Damit haben alle Pokémon mindestens Level 30. Nee, ich habe jetzt keinen Bock mehr auf dich. Ich setze jetzt auf Glück. Ich will jetzt einen mega geilen Blizzard. Komm schon, ja! Yeah, Leute! Stirb! What? Nicht, hä? Nicht sehr effektiv. BTF. Ich bin jetzt echt davon ausgegangen, dass die anderen vom Typ Pflanze waren. Hä, was hast du für einen... Hä? Leute, ich google das jetzt. Leute. Ja, ich greife nochmal an. Boomer-Dame. Ja, er macht Schutzschild. Schön für dich. Hier, Boomer-Dame. Hallo. Ich höre irgendwo auch den Typen. Junge. Oha, okay. Was haben wir hier für eine Version? Den Lumpenumhang. Aber was sehe ich den Typen nicht? Da sehe ich nur die Angriffe, die gut sind. Tatsache, Eis ist da tatsächlich resistent. Was ist denn das für eine Scheiße? Da ist nur Feuer vierfach. What the fuck? Scheiß Boomer-Dame, aber jetzt ist es ja down. Also wirklich, deine Pokémon sind nicht schön. Die sind alles andere als schön. Ich hoffe, da kannst du mich ein bisschen mehr überzeugen. Psycho-Eckbert. Mit einem Zwielicht. Hat Zwielicht die Schwebe? Leute, hat Zwielicht die Schwebe? Ich glaube schon. Ich gehe lieber safe auf eine Drachenboot. Ich hätte es mit Erdbeben probieren können, aber Worst Case Szenario, es hat Schwebe und dann brauche ich trotzdem wieder zweimal die Drachenboot. Also mache ich lieber gleich die Drachenboot. Da haben wir alle was davon. Oh, Kadabra. Na, von dem weiß ich sicher, der hat keine Schwebe. Und der ist One-Hit. Los, Kadabra. Stirb. Yay. One-Hit, KO. Na gut, Kadabra hält jetzt auch nicht wirklich viel aus, aber... Hey, One-Hit ist One-Hit. Lasst mir doch den Sieg, okay? Hey, da hinten ist doch sicher ein Item. Na, wer hat's gesagt? Who's your daddy? Oh, oh ne. Wer kommt jetzt? Kleinstein. Junge, Kleinstein, willst du mir hier wieder den Sieg vermasseln, hä? Gib mir das verdammte Item. Carbon. Eine Pokémon-Droge, die 10 EVs auf Init gibt. Wird natürlich verkauft, ne?
eh ganz klar. Haben wir hier noch irgendwas? Finde so schnell nichts. Außer hier wieder den Maniac. Warum hast du ein Ausrufezeichen über den Kopf? Ich hab dich angesprochen, ja? Bild dir hier mal bloß nichts drauf ein. Okay, du bist kein Maniac, du bist ein Sammler. Oh, mit einem Blitzer. Sehr geil, aber hat natürlich keine Chance gegen Erdbeben. Machen einen Abgang. Dankeschön. Dankeschön. Oh, ja, das gibt auch gute Erfahrungen. Na, Quane, ja. Da haben wir natürlich einen guten Mitspieler namens Flash. Okay, er hat also einen Blitzer und einen Aquane. Leute, Leute, ich kann in die Zukunft sehen. Und die Sterne, sie sagen mir voraus. Erstens, du überlebst diesen Angriff. Boah, nicht mal. Okay, du bist zwar nur Level 24, aber du bist eine Aquane und verdammt tanky. Good job, Flash. Und Leute, ich behaupte, das nächste Pokémon ist Flamara. Oho, wer hätte damit gerechnet? Ein Flamara, ein Blitzer und ein Aquane. Die ersten drei Evoli-Entwicklungen der ersten Generation, beziehungsweise die drei Evoli-Entwicklungen der ersten Generation, ne? Mit einem Feuerstein ein Flamara, mit dem Wasserstein ein Aquana und mit dem Donnerstein ein Blitzer. Und nein, Rocco, nicht wie du behauptest ein Blitzianer, sondern ein Blitzer. Ja, da gibt es auch tolle Fehler, wo der tolle Arenaleiter Rocco behauptet, mit einem Donnerstein erhält man ein Blitzianer. Ich kenne kein Blitzianer, Rocco. Nein, böser Rocco. Aber hey, die haben ja auch gute Erfahrung gegeben, ne? 3000 im Kampf. Kann sich sehen lassen, ja. Kann sich sehen lassen. Ah. Oha, Georock. Würde ich eine Nuzlocke spielen, hätte ich jetzt Angst. Denn würde ich es nicht schaffen zu fliehen, könnte der mich explodieren lassen. Oh, Großwurzel. Ich glaube, das verstärkt die Fähigkeit. Die Stärke von Saugattacken. Verstärkt KP-stehlende Attacken, ja? Bedeutet Attacken wie Gigasauger, Megasauger, Absorber, Ableithieb, Traumfresser, die ganzen Attacken, die dem Gegner KP stehlen. Da muss man aufpassen, ja? Es steht da, verstärkt diese Attacken. Damit ist aber nicht der Schaden gemeint, sondern nur der heilende Effekt, habe ich letztens mitbekommen, ja? Also ihr macht damit zwar nicht mehr Schaden, aber ihr heilt euch immerhin mehr. Und wenn ich jetzt mein Set drauf spiele, zum Beispiel ich spiele, ne, nicht, dass ich das vorhätte, nö, nö, ein Galagladi mit Schwerttanz, das den Angriff verdoppelt, dann kriegt man ein bisschen Schaden. Und dann macht man den motherfucking Ableithieb, den wir von Hilda erhalten haben, ne? Kampfattacke, 60 Stärke. Der gute alte Ableithieb, der um 50% des Schadens heilt, wenn man sich dann statt 50% nochmal mehr heilt, ich glaube, dann heilt man sich 30% mehr und 30% von 50% sind, ne? 50% von 30% sind 15%. Also heilen wir uns 50% plus 15% und sind dann bei 65. Und wenn man so überlegt, nur mal rein hypothetisch betrachtet, man greift den Gegner an, macht 100 Schaden und heilt sich um 50, ja? Dann ist 50 ein guter Wert, ja? Aber wenn man sich vorstellt, man kann sich auch um 65 heilen, ja? Dann ist natürlich logisch, dass man sich um 65 heilen will, ja?
Also diese Großwurzel kann geil sein, ja? Besonders, stellt euch vor, ihr heilt euch mit dem Angriff, mit Ableithieb, mit Raumfresser, whatever. Und dann überlebt ihr ganz knapp mit 3 oder 4 HP. Und dann ratet mal, wo diese 3, 4 HP hergekommen sind, ja? Ja? Ihr habt ihr euch verdient. Verdient mit der Großwurzel. Natürlich kann man auch immer Items spielen, die die Angriffe an sich verstärken. Zum Beispiel hier Wundersaat verstärkt Pflanzenattacken. Dann wird zum Beispiel der Gigasauger stärker. Und wenn der Gigasauger mehr Schaden macht, dann heilt er auch automatisch mehr, ne? Ist klar, wenn man statt 100, 110 Schaden macht, heilt man sich nicht um 50, sondern um 55. Und da Wundersaat 20% mehr Schaden macht, macht man auch nicht 110, sondern 120 und heilt sich um 160. Dann hat man 5 HP weniger, aber man hat auch mehr Schaden gemacht. Ne, also ihr seht, man hat hier sehr viele Möglichkeiten. Und ja, also die Großwurzel, ja, hab schon wieder einen Schlaganfall, nee, Spaß. Die Großwurzel kann gut sein. Und wenn ihr jetzt hier im Story-Run eh nichts Gutes bekommt als Items und ihr habt ein Pokémon, das kann Gigasauger oder Ableithieb, ja, dann kann man dem auch mal die Großwurzel geben, ja? Da macht ihr auf jeden Fall nichts falsch. Porygon, Level 27. Na, ob Saphira das schaffen wird? Na komm, easy. Ich erwarte jetzt den One-Hit, ne? Ansonsten fliegst du raus. Oh, 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 Saphira, Saphira, Saphira. Ich glaube, ich muss dich rauswerfen. Nee, Spaß. Ich werf doch hier nicht den geilen Drachen weg. Besonders, du hast noch die Schonfrist bis Level 48. Ja, bis 48 wird's noch eine sehr lange Zeit dauern. Aber wenn du erstmal 48 hast, dann geht's hier richtig ab. Ihr könnt euch wahrscheinlich denken, warum es dann abgeht, ne? Und wenn nicht, ist er auch nicht so wichtig. Na, diesen Pokéball will ich auf jeden Fall noch. Na, schaffe ich das ohne Encounter? Komm, 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 komm. Genau davor. Schon wieder ein Georock. Leute, 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 wenn ihr hier mit schwachen, langsamen Pokémon unterwegs seid, könnt ihr euch auf einen geilen Boom einstellen. Das sehe ich jetzt schon. Weiß nicht, wann Georock die Explosion lernt oder Finale. Aber wenn es das kann, nehmt euch in Acht. Besonders in der Nuzlocke, wo ihr euch dann von tollen Pokémon verabschieden könnt, sofern sie nicht gerade resistent sind oder motherfucking 20 Level drüber oder so, ne? Ihr versteht, was ich meine. Oh, komm jetzt, Georock, mach einen Abgang. Du nervst. Und weil du nervst, kassierst du jetzt noch ein Erdbeben. Komm, stirb. Du nervst, stirb. Yay! Wären wir in der 5. Generation oder in der 6. hätte Georock wahrscheinlich Robustheit, könnte nicht durch einen Schlag besiegt werden und sprengt sich dann in die Luft. Wie ein scheiß Terrorist. Ja. Und damit beende ich die Folge an dieser Stelle. Danke, dass ihr dabei wart. Beim nächsten Mal brechen wir weiter auf Richtung Weideburg, denn ich will den nächsten Orden und mein motherfucking geiler Gladi! Also, bis zum nächsten Mal und ciao.